So, guten Morgen, Herr Specht. Ne, warte mal, scheiße. Guten Morgen, Herr Specht. Willkommen zu einem neuen Video. Hallo. Wir haben hier eine Kamera. Wir haben hier eine Kamera. Und wir haben hier ein Mikrofon. Wir werden heute wieder Pizza bestellen. Die Melone sitzt, die Maskenkatze verschwindet. Und wir haben uns jetzt schon etwas ausgesucht. Falls ihr euch wundert, wieso ich eine Sturmhaube trage, es ist draußen relativ frisch geworden. Wir haben jetzt den Tag nach Nikolaus. Der nennt sich auch der 7. Ja, Tobi will ein Schnitzel à la Panne. Ich will eine Pizza Margarita. Margarita! Und wir nehmen noch, weil wir nach einer Pizza und nach einem Schnitzel, wahrscheinlich kriegt er noch Pommes dazu, der Fettarsch, werden wir nicht satt. Wir werden nicht satt. Es geht nicht. Das geht nicht. Es ist richtig arm alles. Hier stehen drei, ohne Scheiß, hier stehen drei Tassen auf dem Tisch. Ja, mach doch gerade noch mein Stativ kaputt. Und eine Schachtel. Jetzt bestellen wir das ganze Klimbim. Also wie gesagt, wir werden nicht jünger, wir werden nicht älter, wir werden aber auch nicht satter von einer Pizza und einem Schnitzel mit Pommes. Deswegen bestellen wir uns noch Gnocchi à la Panna, oder? Ja. Das gibt's doch nicht mal, du Idiot. Alles klar, wir bestellen dann jetzt noch Gnocchi Panna extra dazu, weil wir nämlich nicht satt werden. Krieg ich dein Handy? So, ich nehme euch mal mit auf die schöne Reise. Hier ist auch noch eine Kamera. Moin. Setz dich mal hin, sonst knistert alles rum. Zeig am besten nicht die Telefonnummer. So. Hallo, wir würden gern was zum Liefern bestellen. Einmal eine Pizza Margarita in groß. Ein Schnitzel à la Panna. Schnitzel à la Panna. Und einmal Gnocchi à la Panna. Ja, das war's. Jupp, 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 tschüss. Ich setz euch mal hier wieder hin. So, diesmal hatten wir einen etwas kompetenteren Mann am Telefon. Er konnte die Sprache Deutsch relativ fließend. Er konnte mich verstehen. Ich konnte ihn verstehen. Und deswegen war die Lieferung bzw. die Bestellung erfolgreich. Und das heißt, wir bekommen jetzt einen schönen Genuss von Aromen in unseren Maul. Oh, ich wurde gerade vom Tobi gefragt, wie mein Tag war. Also, ich bin heute Morgen aufgestanden, habe ich erstmal richtig dick gefrühstückt, er hat gestoppt. Ich erzähle hier noch weiter. Also, ich habe richtig dick gefrühstückt.